In diesem Video wird eine Auswahl von Themen in den Bereichen Kultur, Institutionen, Frau und Mann, Arbeit und den Menschen in der Krise im Zusammenhang mit der sogenannten Natur des Menschen besprochen. Denkerinnen und Denker haben zu all den behandelten Bereichen unterschiedliche Auffassungen und sind sich nicht einig, worin sich ein für den Menschen typisches Erleben und Verhalten zeigen könnte. Der Begriff Kultur kommt vom lateinischen Wort cultura und hatte ursprünglich die Bedeutung Bearbeitung, Pflege und Ackerbau. Kultur kann heute als Sammelbegriff für alle von den Menschen erzeugten materiellen wie Gegenstände und immateriellen Leistungen wie Moralvorstellungen verstanden werden. Unter der Natur des Menschen versteht man das für eine Mehrheit der Menschen typische Erleben und Verhalten. Es ist heute noch unter vielen Denkerinnen und Denkern strittig, worin genau die Natur des Menschen besteht. So gibt es unterschiedliche Ansichten, ob die Natur des Menschen beispielsweise kulturell beeinflusst bzw. bedingt wird oder ob diese zumindest teilweise angeboren ist und dementsprechend in den Genen verankert ist. Die Kultur hat unter anderem die Eigenschaft der Variabilität. Der Begriff Variabilität wird vom lateinischen Wort varia hergeleitet und bedeutet ursprünglich vielfältig und bunt. Es kann festgestellt werden, dass die kulturellen Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen sehr vielfältig sind. Dies zeigt sich unter anderem in weltweit anzutreffenden unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, Sprachen und Dialekten, Vorstellungen hinsichtlich Krieg und Frieden. Die Kultur dient unter anderem als Ersatz bzw. Ergänzung für die angeborenen Instinkte des Menschen. Der Mensch verfügt gegenüber den Tieren über wesentlich mehr Möglichkeiten, sich an seine Umwelt anzupassen. Dazu gehören beispielsweise Handlungsanweisungen wie Regeln und Normen, die dem Individuum als Orientierungshilfe dienen. Es gibt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den weltweit anzutreffenden Kulturen. Es finden sich vielfach kulturelle Differenzen, also Unterschiede, wie beispielsweise in Form von Sprachen und Brauchtum. In einem geringeren Ausmaß gibt es im Gegensatz dazu kulturelle Übereinstimmungen, wie etwa die Tendenz zur Sozialbildung und das Inzesttabu. Im Laufe der Geschichte haben Menschen zahlreiche soziale Institutionen wie Familie, Staat, Schule und so weiter hervorgebracht. Institutionen ermöglichen unter anderem die Entlastung des Menschen durch die Organisation von Arbeitsteilung und Handlungsorientierung in Form von Regeln und Normen. Institutionen bieten darüber hinaus den Individuen unter anderem Sicherheit und Möglichkeiten der Identifikation. Identifikation wird beispielsweise mit Hilfe von Traditionen ermöglicht, die wiederum Regeln und Normen den Menschen vermitteln. Gesellschaftliche Institutionen bringen in diesem Zusammenhang unter anderem Eigentumsregeln, Rechtsverhältnisse, politische Verfassungen und Familienstrukturen hervor. Institutionen sind durch den historischen Wandel Veränderungen unterworfen. So kam es beispielsweise in Europa immer wieder zu Veränderungen der Staatsformen hin zur Demokratie, aber auch zur Diktatur. Auf der anderen Seite neigen Menschen dazu, den momentanen Zustand ihrer Institution nicht verändern zu wollen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Stabilisierung des Status quo. Institutionen können den Menschen Nachteile bereiten, wenn diese dem Individuum gegenüber als übermächtig sich erweisen und beispielsweise dessen persönliche Entwicklung behindern. Institutionen verselbstständigen sich dann gegenüber den einzelnen Menschen, wenn beispielsweise eine Organisation nicht mehr durch deren Mitglieder beeinflusst werden kann. Einige Denkerinnen und Denker meinen, dass sich der Mensch als Kulturwesen heute in der Krise befindet. Kennzeichen des heutigen Informationszeitalters sind unter anderem der beschleunigte Informationsaustausch und der damit verursachte Wandel. Viele Menschen hinterfragen beispielsweise die von ihren Vorfahren überlieferten sozialen Normen und Wertvorstellungen
und wollen diese verändern. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Krise des Tradierten, also der Krise des Überlieferten. Die heutigen Veränderungen sind in ihrem Ausmaß und Auswirkungen auf die Menschen vergleichbar mit der neolithischen Revolution und der damit verbundenen Sesshaftwerdung. Es bietet sich ebenfalls ein Vergleich des Informationszeitalters mit der industriellen Revolution und den damals erstmaligen Einsatz von Maschinen an. Es muss heute vielfach eine Überforderung des Individuums angesichts der großen gegenwärtigen Herausforderungen festgestellt werden. Diese Überforderung des einzelnen Menschen zeigt sich unter anderem in einem mangelnden Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Institutionen wie dem Staat, das führt dann zum sogenannten Institutionenverfall, und in der zunehmenden Abhängigkeit der Menschen von der Technik, wie im Falle der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Internets. Eine weitere große Herausforderung und Belastung stellt für viele Menschen deren Beurteilung aufgrund ihrer eigenen Verwendbarkeit, Brauchbarkeit, Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit dar. Es gibt unterschiedliche mögliche Reaktionen der Menschen auf die von ihnen als Krise empfundene Situation. Da wären zu nennen die Konventionalisierung und der sogenannte Subjektivismus. Zuerst zur Konventionalisierung. Einige Menschen neigen dazu, sich an geltende Normen anzupassen und damit Konformismus gegenüber tradierten als überlieferten Ordnungen zu zeigen. Diese Anpassung erfolgt aber nur nach außen hin, ohne innere, emotionale, gefühlsmäßige Beteiligung und Identifikation mit den Normen. Eine andere Anpassungsmöglichkeit wäre der Subjektivismus. Einige Menschen legen einen besonderen Wert auf die Betonung der eigenen Sichtweisen und Wünsche. Aus diesem Grund lehnen sie häufig traditionelle Normen und Rollen ab. Subjektivismus kann aus Sicht mancher Denkerinnen und Denker in letzter Konsequenz durch das Beharren auf den eigenen Standpunkt und die damit einhergehende Entsolidarisierung gar zum Zerfall der Gesellschaft führen. Es haben sich in den letzten Jahren die Vorstellungen hinsichtlich dessen, was typische weibliche und männliche Fähigkeiten sind, stark verändert. Im Zusammenhang mit derartigen Vorstellungen gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, worin sich typisches weibliches und männliches Erleben und Verhalten konkret zeigen kann oder sollte. Traditionelle Rollenbilder beziehen sich auf bestimmte Regeln und Vorstellungen, wie man beispielsweise handeln, was man anziehen und welche Haartracht man wählen sollte. Herkömmliche Rollenbilder gehen von einer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern aus. Die letzten Jahrzehnte führten zu einer veränderten gesellschaftlichen Bedeutung bzw. Stellenwert unter anderem des Individuums, der Kultur, der Sexualität und letztlich auch der Beziehung der Geschlechter zueinander. Es kam ebenfalls zu einem Wandel des Einflusses von Institutionen, wie beispielsweise der Familie, der Schule, Kirchen und der Medien. Ein Beispiel für eine veränderte Sichtweise dessen, was man unter der Liebe verstehen kann, gibt Friedrich Nietzsche mit der folgenden Aussage: Man kann Handlungen versprechen, aber keine Empfindungen, denn diese sind unwillkürlich. Diese Ansicht ist für viele heutige Zeitgenossen nicht allzu bemerkenswert, aber war umso beachtenswerter angesichts verbreiteter Denkweisen unter seinen Zeitgenossen im 19. Jahrhundert. Der Mensch wird wesentlich beeinflusst durch dessen eigene Arbeit und Tätigkeit. Dies sind Teil unserer Kultur. Der Mensch ist durch sein Tätigsein immer auf etwas Bestimmtes bezogen bzw. ausgerichtet. Jede Tätigkeit ist intentional. Die Arbeit ist ein sozialer Prozess, also ein sozialer Vorgang, der der Bedürfnisbefriedigung der Menschen dient und sich heute vielfach in Form der Arbeitsteilung vollzieht. Arbeit und Tätigkeit sind eine notwendige Voraussetzung für das Überleben der Individuen und der gesamten Gesellschaft. Darüber hinaus stellt das Tätigsein eine Voraussetzung für die persönliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung dar. Das Ausführen von Arbeiten kann im Leben eines Menschen neben der Bedürfnisbefriedigung auch zu dessen Streben nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung beitragen. Mit dem psychoanalytischen Ausdruck der Sublimierung
bezeichnet Sigmund Freud die Aufschiebung bzw. den Verzicht auf die unmittelbare Befriedigung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. So verzichten beispielsweise täglich viele Menschen darauf, in der Früh länger zu schlafen, um rechtzeitig zu ihrer Arbeit kommen zu können. Somit wird im Sinne der Psychoanalyse die psychische Energie eines Menschen nicht unmittelbar aufgebraucht, sondern beispielsweise sozial verträglich in Form der Betreuung von Kranken durch einen Krankenpfleger ausgelebt. Tätigkeiten, die beispielsweise unter schlechten Arbeitsbedingungen erbracht werden müssen, können unter Umständen zu einer Entfremdung des Menschen von seiner eigenen Arbeit bzw. den eigenen Erzeugnissen führen. Dies kann unter anderem dann der Fall sein, wenn im Rahmen einer industriellen Produktion bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kein oder nur wenig Bezug zum hergestellten Produkt entsteht. Die Wahrscheinlichkeit für solch eine Form der Entfremdung wird dann vergrößert, wenn einzelne Arbeiterinnen und Arbeiter nur noch einzelne Bestandteile und nicht mehr ein Produkt als Ganzes selber herstellen. Dies wäre unter anderem dann der Fall, wenn ein Tischler nicht mehr einen ganzen Tisch, sondern in Zusammenarbeit mit anderen Arbeiterinnen und Arbeitern nur noch die Tischbeine oder die Tischplatte erzeugen würde.